Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Train Simulator. Ja, mittlerweile auch schon 21. Wir befinden uns hier auf der Route München-Rosenheim V2 bei Amesia mit einem Szenario von, ihr könnt es oben schon sehen, M2311 steht für Marcel 2311. Und zwar stehen wir hier in Pasing und wollen als S-Bahn, als S3 zum München-Ostbahnhof. Da fahren wir auch durch den Tunnel, also durch den S-Bahn-Tunnel, der nämlich hier von Amesia auch geändert wurde, hier in der überarbeiteten Route von DTG. Wir fahren hier mit der RWA 423 von RailWorks Austria, erhältlich im Shop von RSSLO mit speziellen Repaints. Und was ihr alles so braucht, um das hier nachzuspielen, findet ihr als Link unten in der Videobeschreibung. So, bringen Sie diese S3 nun zum Endbahnhof München Ost und anschließend in die dortige Abstellanlage. Auch das noch. Bereite nun deine Weiterfahrt vor und öffne die Türen. Abfahrt ist für dich dann um 9:33 Uhr. Also wenn ich hier das X hier, das Kreuz hier drücke, habe ich noch genau 3 Minuten, beziehungsweise 2 Minuten und 58 Sekunden, weil wir haben ja schon 9:30 Uhr und 2 Sekunden. Ja, das sind die Halte, die wir haben. Wir stehen hier in Pasing und halten in Leim, Hirschgarten, Donnersberger Brücke, genau, Hackerbrücke, das ist eine vorm Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, da halten wir aber im Tiefen, also unten im Keller, hätte ich bald gesagt. Karlsplatz, Marienplatz, Isartor, Rosenheimer Platz und dann eben die Endhaltestelle Ostbahnhof gegen 9:51 Uhr. Ja, und dann noch in die Abstellung und das war's. Ich drücke jetzt hier mal das X und dann rüste ich noch ein bisschen auf. Jawohl, machen wir erstmal ein bisschen die Instrumentenbeleuchtung an. Das hätte ich gern in Dunkel, der Dunkelmodus. Wir machen mit Shift 8 die PZB an, Shift 6 die LZB und Shift 7 die SIFA und machen die Türen auf, die Türchen und gucken uns das Ganze von draußen nochmal an. Achso, Spitzenlicht kann ich auch noch anmachen. Da sind wir. Da ist er, Bahnland Bayern, ne, der S-Bahn. München, wie wir hier sehen können. Zugziel ist auch schon geschaltet. Ostbahnhof S3. Und am Ende sieht der Zug so aus. Hier Seebauer Lackierung drauf. Bahnland Bayern. Da haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Hier ein Zweiteiler in verschiedenen Lackierungen. Oh, sogar mit Zugzielanzeigen. Hier haben wir die hier auch. Gucken wir mal. Ja, haben wir. Mensch, Wahnsinn! Originalansagen sind hier auch am Start. Ein wunderschönes Szenario hier vom lieben Marcel 2311. Grüße gehen raus. Und sogar hier mit Zugziel im Pasinger Hauptbahnhof, hätte ich bald gesagt, im Pasing Bahnhof. Jo, da stehen wir und warten auf Abfahrt. Auf jeden Fall haben wir schon Ausfahrtssignal, haben wir auch schon. Ein bisschen warten müssen wir noch. Hier die Gegen-S-Bahn kommt auch noch. Auch eine 423er. Ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt was sehr Vernünftiges hier mit der V2 von München Rosenheim von Amisia. Ein wunderschönes Szenario, ein wunderschöner Zug als S-Bahn hier im S-Bahn München. Das ist für mich natürlich, S-Bahn ist immer so ein Problem für mich. Da habe ich meistens ein paar Verbremser oder Trödel rum. Die Uhrzeiten, die hier genannt sind, die sind real und sind hier im TS leider nicht umsetzbar. Steht auch als Beschreibung im Szenario drinne, dass man auf jeden Fall hier diese Aufgabe nicht vernünftig abschließen kann. Und aber das ist egal, das ist wurscht. Ich trödel sowieso meist ein bisschen rum und von daher kommt mir das eigentlich auch ganz gelegen, würde ich sagen. Da haben wir die Halte nochmal. Ne, das sind also hier Uhrzeiten, die sind wirklich absolut original, aber die können wir hier im TS, wie gesagt, nicht halten. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Okay, dann geht das auch gleich los. 30 Sekunden noch. Und dann ab die Borscht auf zum München Ostbahnhof. Oh, was haben wir denn da hinten noch? Eine Locomotion da vorne dran. Als Güterzug. Und da kommt noch was. Auch ein Güterzug. Hübsch. Ja, wahnsinnig viel KI-Verkehr hier verbaut. Und hier im Großbereich München zuppelt das auch gerne mal. Das war schon bei der DTG-Route so, der unbearbeiteten Route. Und ist jetzt natürlich mit der bearbeiteten Route von Amesia natürlich noch genauso. Aber gucken wir mal. Wir starten. Und gucken mal, wo der Hase hinläuft.
Ich bin gespannt. Ja, da befreie ich mich lieber mal, sonst gibt es gleich die erste Zwangsee. Und das wollen wir ja nicht. So, was haben wir hier? Ein FPS 25. Sehr schön. Das gefällt mir. Das ist besser als nichts. Da ist er nochmal. Da sind wir. 100 gleich noch erlaubt vor Leim. In Leim sollen wir um 35 nach ankommen, aber das werden wir wohl nicht schaffen. Das kriegen wir wohl nicht hin. Ich drücke ein bisschen auf die Tuba, aber das wird nicht reichen. So, jetzt sind wir sogar schon in der LZB drin. Alter Schwede. Da haben wir auch einen Nuller hier überall. Wird mir hier zumindest so angezeigt. Also halt erwartend eigentlich. Aber nun gut, gucken wir mal. Nächster Halt. Wir sind ja in der LZB hier. Da kann mir ja eigentlich gar nichts passieren. Eigentlich. Die Betonung liegt auf eigentlich. So, wir halten hier an der Haltetafel. Jawohl, haben wir auch eine Hupe hier? Makro ist in der Haus. Wunderbar, so ist das. Die Sonne strahlt hier ein bisschen, dann kann man das Zugziel nicht so richtig sehen, aber egal. Huch, was kommt denn da? Oh, eine 111er und eine 420er. Dann wirst du bekloppt. Hier in Leim, kurz vorm Hauptbahnhof. Na, die sieht ja auch schnucklig aus hier, ne? Das ist bestimmt die von TTB, die verwitterte. S2 nach Petershausen. Na, ist ja Wahnsinn. Okay, dann wollen wir mal gucken hier. So, wir fahren los. Ja, und ist da halt Hirschgarten. Ja, Gleise sind die aus Konstanz-Villingen. Für die habe ich mich hier mal entschieden. On the left, okay. Alles Roger. Hier in Hirschgarten. Hier ist aber Verkehr, du. Alter Video. Hier ist aber Verkehr. S-Bahn und Regionalverkehr ohne Ende hier. Da drehst du durch. Aber so ist das.
Jo, da haben wir da auch die Zugziele hier. Ostbahnhof, Überhauptbahnhof, Karlsplatz und Isartor. 9.38 Uhr haben wir S3. Die Sonne strahlt hier. Was man hier im hohen Norden momentan nicht behaupten kann. Rumsch. So, und weiter geht's. Nächster Halt, Donnersberger Brücke. Und gleich geht es in den Tunnel, in den S-Bahn-Tunnel, der wie gesagt auch bearbeitet worden ist hier im in der V2 von München-Rosenheim. Signale erneuert, Gleise ja sowieso, aber auch ein bisschen dunkler gemacht. Umstieg zur S7 Richtung Wolfratshausen sowie Richtung Weichzell, Lenggries und Tegernsee. Next stop, Donnersberger Brücke. Bitte rechts aussteigen. Ah, hier wieder rechts, okay. Please exit the train on the right. Please exit the train on the left. Nee, on the right. Donnersberger Brücke. Ah, das sieht alles wunderprächtig aus hier, auch mit den Büschen und der Vegetation zwischen den Gleisen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wie gesagt, Link, wo ihr alles herbekommt, in der Videobeschreibung. Ja, wir haben schon eine volle Minute und 20 Verspätung, aber das ist hier so. Wie gesagt, die Zeiten könnt ihr, und wenn ihr noch so rumheizt, könnt ihr nicht halten, das funktioniert nicht. Ach, da gehen nur die Türen hinten auf. Sauerei! Aber so ist das hier. Na, das schaut ja aus hier. Huch, was kommt denn da? Ei, da kommt noch eine andere. Hübsch. Jo, da kommt einer an. Und wir fahren los. Letzter Halt vor Hauptbahnhof Tief. Hier in der Hackerbrücke. Und dann geht es in den Keller, in die Gruft. Sehr, sehr schade, dass dieser tiefe Bahnhof mit den untertunnelten S-Bahnhöfen in der Strecke München-Augsburg von DTG, also für den TSW 2, leider nicht umgesetzt worden sind. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Jo, und das ist der Hauptbahnhof, aber da fahren wir jetzt nicht hin. Den kennen wir ja auch schon zu Genüge hier. Wir bleiben hier drin. Und gleich geht das runter in den Keller. Und dann schauen wir mal, wie das da aussieht. Da soll sich auch einiges getan haben. Viele Fehler konnten allerdings nicht ausgemerzt werden. Aber ich glaube, Signalisierung ist neu, die Gleise sowieso. Und es ist etwas abgedunkelt worden, der Tunnel. Gucken wir uns das mal an. Wie das im Tunnel ausschaut. So, was dürfen wir? 60. München Hauptbahnhof Tief.
Nächster Halt, Hauptbahnhof. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr. Lift in Fahrtrichtung links. Next stop, Munich Central Station. Change here for regional and long-distance services. Bitte rechts aussteigen. Jo, Gegenzug ist auch schon da. Oh, ist aber schön dunkel gemacht worden. Nicht mehr so hell. Herrlich. Das schaut gut aus. Und mein Bremsverhalten schaut auch gut aus. Sind wir noch in der LZB? Ja, sind wir noch. Okay. Zeigt aber dauerhaft 000 an. Keine Ahnung, was hier verkehrt läuft. Ja, aber eine Außenansicht haben wir hier leider nicht. Aber ist ja auch wurscht. Ui, was haben wir denn da noch für schöne Anzeigen da? Herrlich. S3 nach Holzkirchen. Super. Sehr schön. Jo, noch überall Hauptbahnhof drin stehen. Naja, ein bisschen was ist doch gemacht. Sogar mehr als ich dachte. So. Schotten dicht und ab die Porsche. Und grün haben wir auch schon. Sehr schön. Guck doch mal, wie schön, wie dunkel der geworden ist. Nicht mehr so hell wie vorher. Schön mit Beleuchtung hier. Boah. Nächster Halt. Karlsplatz Stachus. Umstieg zur U4 und U5. Lift in Fahrtrichtung links. Next stop. Karlsplatz Stachus. Change here for the U4 and U5. Lift on the platform to the left. Bitte rechts aussteigen. Please exit the train on the right. Ja, wie gesagt, rausgehen kann ich hier leider nicht. Eine Außenkameraansicht gibt es hier nicht. Da kann man höchstens von hier drinnen mal ein bisschen luschern. Auf jeden Fall auch schön hier die Namen der Bahnhöfe. Naja, ganz original ist das hier alles nicht. Ich glaube, in der Isarstraße oder so ist das zweistöckig. Und das ist hier natürlich alles leider nicht umgesetzt worden von DTG. Und das kriegt man auch in einem Upgrade nicht hin, das alles noch zu ändern. So, Schotten dicht. Lampe leuchtet. Alles Roger. Und abgeforscht. Nächster Halt Marienplatz. Oder war das hier am Marienplatz? Irgendwo war zweistöckig. Nächster Halt Marienplatz. Umstieg zur U3 und U6. Tja, und ich was los hier im S-Bahn-Tunnel von München.
So, Schotten dicht und weiter geht's. Nächster Halt, Isator. Nächster Halt, Isator. Ausstieg zum Deutschen Museum. Next stop, Isator. Alight here for the Deutsches Museum. Bitte links aussteigen. Please exit the train on the left. So, dann kommt noch Rosenheimer Platz, glaube ich. Und dann sind wir auch schon so weit durch. Dann sind wir schon im Ostbahnhof. Und dann müssen wir noch in die Abstellung. Oh, was für tolle Weichen hier. Ja, Signale stimmen jetzt auch. Schön dunkel hier drin. Schöne Beleuchtung. Haben die Erbauer sich wirklich sehr viel Mühe gegeben hier. Gerade mit dem Tunnelbahnhof. Oder den gesamten Tunnelbahnhöfen. Oh, FPS habe ich über 40, das ist schön. Fahrgäste haben auch Turnlicht. Rosenheimer Platz. A light here for the Gasteig. Bitte links aussteigen. Please exit the train on the left. Jo, da fahren wir hier ein bisschen hoch, dann bremst der Zug automatisch ab. Brauchen wir uns nicht weiter bemühen, aber jetzt sind wir schon fast zu langsam hier. Ja, auch hier haben wir keine Außenansicht. Da können wir nichts machen. Rosenheimer Platz. Nächster Halt ist schon unsere Endhaltestelle Ostbahnhof und danach noch in die Abstellung. So, was haben wir hier erlaubt? 40 nur? Ne, 60, okay. Schöne Signale. Sehr geehrte Damen und Herren, wegen Bauarbeiten endet dieser Zug an der nächsten Station. Bitte alle aussteigen. Es gibt für Sie einen Schienenersatzverkehr. Passengers are advised that due to construction work, this train will terminate at the next station. All change, please. A replacement transport service is available for your onward journey. Nächster Halt, Ostbahnhof. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr sowie zur U5. Verehrte Fahrgäste, unsere S-Bahn endet dort. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit der S-Bahn München. Auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiederschauen, sage ich auch gleich. Ist da rot? Nee. Das gilt für den anderen Gleis, oder? Für uns? Nee. And the U5. This train terminates here. All change, please. Jo, der Terminator ist auch hier heute. Und schmeißt hier alle raus. Bitte links aussteigen. Hier ist Terminate. Exit. Please exit the train on the left. Sauber! So, was haben wir denn hier noch für Anzeiger hier? Zug endet hier. Ah, nicht einsteigen. Ja, wunderbar. Sogar richtig mit Laufschrift hier auch noch. Das erinnert an TSW 2 München-Augsburg. Mit den Anzeigen, wenn man verspätet ist. Das ist auch ziemlich witzig. So, jetzt sind alle draußen hier, will ich zumindest hoffen. Ey, raus hier! Husch! Los! Egal. So, jetzt noch in die Abstellung. Und dann sind wir die Tunnelbahnhöfe auch mal abgefahren. Wollte ich längst gemacht haben mit euch. Andere Streckenabschnitte sind wir ja schon gefahren. Guti. Jetzt geht's in die Abstellung. Das müsste hier irgendwo in der Nähe sein, schätze ich mal. Oh, ein Meridian. Auch nicht schlecht. Da, ein Meridian. Jo. Irgendwo da hinten hin. Da muss ich wohl drücken hier irgendwie, sonst kriege ich gleich eine Zwangsee. Das wollen wir ja auch nicht. Gleich sind wir da. Jo. Geil. Na, das schaut ja aus hier. So, und da haben wir hier auch schon unser Abstellgleis gefunden. Glaube ich zumindest. Bis da hinten der rote Zwerg, einer von den sieben Zwergen steht da und zeigt rot an. Der ist ganz böse. Da müssen wir aufpassen. Und keine Zwangsee hier, ne? Alter Schwede. Da war ich aber vorsichtig hier, du. So, sind wir ganz drauf? Huch. Jo, sind wir. Wir sind ganz drauf hier, genau, auf unseren Abstellgleis hier in München-Ost. Wahnsinnig viel verbaut worden, sieht richtig geil aus. Wie gesagt, Link, wo ihr die Strecke herbekommt, in der Videobeschreibung. Guti, dann war's das soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal.